Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server w24.sfgame.net mit dem Magier. Und auch jetzt ist es soweit, nach 14 Monaten. Alu klicken, Dungeons legen, Festung, Unterwelt, Pets, allem drum und dran. Es ist soweit. Leute, ich hole mir jetzt Stufe 400. Und dafür habe ich gerade noch einige Wirbelwind-Stormitagen gelegt. Ungefähr 20 Stück. Ja, so ungefähr 20 habe ich gelegt. Habe nochmal 600 Millionen Erfahrung bekommen. Bin jetzt kurz vor einer Milliarde Erfahrung und mir fehlen noch 500 Millionen. 104.987.625. Ich habe es jetzt im Kopf gerade mal schnell ausgerechnet. Ich hoffe, das war richtig. Und die Zeitmaschine ruft. Sie sagt, hol mich ab und gönn dir das Level ab. Und das machen wir, Leute. Das machen wir. Wir machen jetzt Stufe 400. Damit bin ich der zweite 400er in der Gilde. Galactica ist schon 404. Auf dem Server selbst, Lelouch 408, Galactica 404 sind zwei. Westfest, Lucy sind 401, Cesio, Nation. Also es gibt gerade meine Handvoll Leute, die über 400 sind, und ich schließe mich jetzt einfach an und wir holen die Zeitmaschine ab und let's go, Leute, let's go. Wir holen und ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste eine Ladung 250 Alu aus der Zeitmaschine ungefähr 87 Millionen Erfahrungspunkte geben. Und ich gucke mal, es gibt 110 Millionen. Oh, das reicht. Safe Level. Safe Level 400. Oh, ach so, okay. Es kann variieren. 79 Millionen. Sind trotzdem safe, Leute. Und 94 Millionen. 84 Millionen. Okay, noch einmal. 94 und jetzt. Ich hab so viel noch in der Zeitmaschine. Jetzt hören wir uns über 400. Leute, es ist wirklich schön, nach so langer Zeit diese Stufe zu erreichen. Und auch, wie gesagt, hier, das wird nicht das Ende sein. Das ist einfach nur ein Meilenstein. Das ist mein zweiter Char, den ich jemals auf 400 gebracht habe. Und Es ist einfach schön. Es ist einfach wunderschön und endlich geht's richtig los, Mann. Endlich mal im Late Game ankommen. Okay, wobei, ist es schon das Late Game? Ab wann fängt für euch das Late Game denn eigentlich an, Shakes and Fidget? Ich finde, 400 ist schon ein Meilenstein und weiter, Leute. Redet zu viel. Ich rede einfach zu viel. Hol doch endlich die Bude Alu ab und mach 400. Mach ich. Jawohl, Leute. Und jetzt 400. Let's go. Da ist es, Leute. Da ist es, das Level Up. Letzte Gegner ist eine Hexe. Yep. Ey, ist immer noch so verbuggt, ne? Komm. Weg damit. Achievement eingeschaltet. Superheld. Stufe 400 erreichen. Und das war's, Leute. Das ist Stufe 400. Nach 14 Monaten reicht. Schön, Leute. Es ist so toll. Es ist so ein tolles Gefühl, endlich die 400 erreicht zu haben mit dem Magier. Wirklich einer meiner Lieblingschars in dem Spiel. Wenn nicht sogar meine Lieblingsklasse und sogar nochmal hier auf Rang 1 durch die Zeitmaschine gehe. 32.000 Intelligenz und Begleiter natürlich leveln. Gehen ja auch auf 400 und das ganze Gold direkt hier in Intelligenz buddern. Jetzt reicht es aber. Du sagst es. Du sagst es. Leute, wie gesagt, es kommt nichts wieder mehr. Shakes and Fidget Videos und auch Streams. Und wenn es euch gefallen hat, generell das ganze Projekt gefällt, die verschiedenen Klassen von Shakes and Fidget als Let's Play und Streams hier zu zeigen, lasst einfach mal ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen.
Bin auch gespannt auf eure Kommentare. Könnt ihr mal schreiben, wer von euch hat denn, spielt denn auch einen Magier aktiv? Welches, oder generell, welche Level sind eure Chars aktuell? Was ist euer höchster Char? Und wie lange habt ihr dafür so gebraucht? Ich bin der Terra, das ist mein Magier, Stufe 400 nach 14 Monaten. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Parts ist die beste Gilde. Und tschüss.